Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tela und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Wir möchten mal wieder den Vault zusammen aufmachen. Und dazu war ich halbwegs fleißig, sowohl mit meinem Main als auch mit dem einen oder anderen Twink. Heißt, wir werden jetzt mit dem Main den Vault aufmachen und dann auch noch bei den Twinks so ein bisschen gucken, was wir da so im Vault drin haben. Ich war letzte Woche, ich bin gerade im Überlegen, ich müsste 2 M-Plus-Kisten oder 2 Auswahlmöglichkeiten M-Plus haben und 2 oder 3 im Raid. Ich war ein bisschen im LFR unterwegs, aber sonst nichts Großartiges mit dem. Dennoch hatte ich einigermaßen Glück und zwar, ich habe im LFR ein bisschen Set-Teile gefarmt gehabt. Ich hatte ja den Helm aus dem NHC schon, habe dann im LFR quasi noch hier diese Schultern bekommen und irgendwo müssten noch Hosen rumliegen. Seht ihr, ich habe auch noch Set-Hosen aus dem LFR. Heißt, ich hätte 3 Set-Teile jetzt schon, könnte die Woche mit dem Katalysator auf jeden Fall einen 4er-Set-Bonus kriegen. Das Problem ist, ich habe halt mein Legendary quasi auf der Hose. Und jetzt ist die Geschichte halt, ich würde jetzt halt ungern so ein lowes 239er-Item anziehen. Wenn ich jetzt auf den Händen das Legendary kriege oder den Set-Bonus kriegen würde, könnte ich das halt umwandeln hier, ne? Und hätte dann halt einen halbwegs vernünftigen 4er-Set-Bonus. Mal gucken, was drin ist. Und ja, ich habe jetzt mal auf Tank gestellt, falls das Trinket aus der Order Side drin ist. Da gibt es ja diese Blutschuppe, die ist auch relativ nice. Und ja, die würde ich auf jeden Fall auch nehmen. Jetzt drückt mir bitte den Daumen hier an der Stelle, dass da was rauskommt und... Na, was ist drin? Oh nein, ich sehe kein Set-Teil. Das ist übel. Das ist, glaube ich, alles Crap. Okay, ich habe einen Stab drin mit Crit Mastery. Der bringt mir, glaube ich, gar nichts. Was habe ich für einen Stab? Ich habe einen Crit-Tempo-Stab. Okay, also das bringt mir gar nichts. Dann habe ich einen Ring mit Versa-Crit. Ja, der hätte zumindest ein bisschen mehr Versa drauf als der andere Ring, den ich hab, ne? Da wäre der schon besser. Ich hab dann zwar keinen Lifesteal mehr drauf. Ja, der wäre schon besser als der andere Ring, den ich hab. Vor allem auch ein paar Item-Level, 6 Item-Level ist er besser. Hat dann zwar kein Tertiär-Stat drauf, aber mehr Versa. Wahrscheinlich werde ich den Ring hier nehmen. Es ist halt wirklich ein minimales Upgrade tatsächlich. Dann habe ich hier einen Ring aus dem LFR, den werde ich ganz sicher nicht nehmen. Dann habe ich einen Rücken, den werde ich ganz sicher auch nicht nehmen. Und eine Rune aus dem LFR, das ist ein Trinket. Das ist, glaube ich, halbwegs okay, das Trinket. Aber, ja, ich weiß nicht. Nee, wir nehmen hier den Ring. Keine Ahnung, wo mich jetzt hier eingeladen wird. Nehmen wir das mal an. Ich nehme hier mal den Ring, hätte ich gesagt. Und... ja, da muss ich gucken. Ich werde meine Brust wahrscheinlich trotzdem upgraden. Und ja, vielleicht schaue ich nochmal ein bisschen im NHC oder im LFR, was ich da so kriege. Naja, komm, ich habe jetzt auch kurz überlegt, ob ich hier die Steine nehme, aber der Ring ist schon besser. Dann habe ich mehr Versa, einen Ticken mehr Ausdauer habe ich auch, was höheres Item-Level ist, ne? Crit brauche ich jetzt nicht so, bloß schade, dass das halt der Tertiär-Stat, ne? Die Lifesteal ist schon relativ nice. Okay, warte mal, dann nehme ich das jetzt hier mit. So, was haben wir jetzt für einen Key? Ich habe die nekrotische Schneise 19. Mal gucken. Ich bin so ein bisschen am Überlegen, ob ich diese Woche tatsächlich meine M-Plus-Keys jetzt nicht dafür benutze, dass ich hier jetzt mehr Rating hochspiele. Das mache ich eher auf lange Sicht quasi. Ich mache das ja immer mit meinen 4 Keys. Sondern es gibt im Vault of the Warden ein Trinket, was relativ nice ist. Und diese Woche ist ja Legion-Woche. Deswegen habe ich jetzt gleich 2 Keys im Inventar. Ich habe einmal... quasi die nekrotische Schneise jetzt. Gut, der bringt mir ehrlich gesagt nicht sonderlich viel, weil ich da schon einen, ich glaube, ich habe einen 18er und einen 20er. Gut, der 20er war depleted, aber trotzdem, ne, da habe ich schon halbwegs hohe Keys. Ich habe nämlich irgendwo, jetzt muss ich mal schauen. Schlüssel. Ah, hier ist der andere, genau. Italians Hort, da kann man ja dann auch nochmal einen Key quasi aus Dings nehmen, ne, hier. Aus Legion. Gut, ich würde sagen, wir gucken jetzt mal bei den anderen Twinks, was da so drin ist. So, bevor wir jetzt zu den Twinks rüber switchen, dachte ich mir, ich gehe jetzt trotzdem noch zum Katalysator rüber. Und zwar, ja, ich wollte zwar eigentlich die Brust erst um,
craften, wenn ich die guten Hände habe, nur dass ich den Viererset-Bonus dadurch kriege. Haben wir jetzt leider ja nicht gekriegt, aber wir machen jetzt die Brust dennoch hier rein. Und was kostet das? 1500 kosmischen Flux, da habe ich ja weitaus genug. Ich habe wie viel? 47.000, ja gut. Und jetzt kriege ich dann Tempo Versa raus, was sehr gut ist, weil ich habe Tempo Mastery drauf und ich brauche ja hauptsächlich Versa. Ist zwar der kleine Stat, aber egal. Selbst wenn es kein Set-Bonus drauf wäre, wäre das auf jeden Fall wesentlich besser, denn ich habe dann damit bessere Stats und noch einen T-Mog freigeschalten. Und jetzt hier, wie ihr seht, den 3er-Set-Bonus gibt es nicht, aber zumindest 3 Set-Teile. Und wenn ich jetzt die Hose noch anlegen würde, hätte ich sogar den 4er-Set-Bonus. Müsste ich halt mein Legendary hart noch umcraften. Bevor ich das ehrlich gesagt mache, werde ich so machen, dass ich jetzt nochmal vielleicht im LFR bzw. im NRC reingehe und versuche spezifisch die Handschuhe zu kriegen. Und dann werden wir mal gucken, sonst spiele ich es halt so, ne, mit Umhang. Und dann müssen wir mal schauen. Aber jetzt schauen wir wirklich mal auf die Twinks rüber. So, da la, ich bin einmal hier auf meinen Worry geswitcht. Mit dem war ich nämlich auch letzte Woche ein bisschen unterwegs. Ein bisschen LFR habe ich gemacht, um hier dieses Waffenteil fürs Mount zu farmen. Und gucken wir, was wir kriegen. Einen 239er Ring. Gut, ein T-Mog wäre jetzt hier ein bisschen nicer, ehrlich gesagt, gewesen. Cool wäre auch, wenn man diese Marken, ne, wenn die Battle.net-Account-weit wären, dass man mit dem Twink die Marken farmen könnte für die Sockelsteine für den Main. Ich sehe gerade, der Ring bringt mir sogar nicht mal was, weil der hier aus Ser Mortis schon mal bessere Items hat. Perfekt. Also das war schon mal eine komplette Nullnummer mit dem Char. Dann gucken wir mal, was der Hunter so im Säckchen hat. Vielleicht hat der Hunter einen Set-Teil drin tatsächlich. Mit dem habe ich ja jetzt mittlerweile schon 3 Teile aus dem LFR an Sets. Nee, es ist kein Set-Teil, es sind Hände. Ich müsste mal gucken. Warte mal, die brauche ich noch fürs Collecten, aber seht ihr, die sind auch Lores Item Level, ne? Diese LFR-Teile. Ich müsste mal gucken, was ich... Ach, warte mal, da ist die Bank. Ich wollte gerade rauslaufen, ne? Ich bin ja hier direkt bei der Bank. Welche Set-Teile ich schon habe? Ja, meine Bank ist jetzt nicht ganz so gut aufgerüstet. Genau, ich habe einmal hier die Beine. Dann, was haben wir noch? Ich hoffe, ich habe die nicht verkauft, die Sachen. Ja. Was haben wir hier? Ah, nein, ich hatte die Hände schon. Bitter, bitter, bitter. Also die Hände bringen mir jetzt ehrlich gesagt gar nichts, ne? Gut, die haben jetzt hier einen T-Mog gebracht. Schade, ich dachte, dass da vielleicht was drin ist. Und was habe ich noch? Schultern. Ich könnte mir über diese Sandrelikte mit dem Hunter tatsächlich noch ein Item kaufen. Ich weiß nicht, ob ich genug habe von den Teilen. Und das vielleicht umwandeln, oder? Wie viel haben wir denn? Ich habe 300 irgendwas. Ich habe noch ein paar auf der Bank. Komm, das mache ich jetzt gleich mal. Guck mal, was ich da rausziehe. Also wir brauchen diese komischen Sandrelikte. Weil die soll man ja auch umschmieden können. Da haben wir sie. Ich glaube, 300 brauchst du fürs ganz große Item. Die sind zwar jetzt nicht so hohes Item-Level, diese Sachen. Die sind, glaube ich, auch nur 249 oder 246. Irgendwie sowas um den Dreh rum. Aber dann hätte ich mit dem 4er-Set-Bonus zusammen, obwohl ich nie großartig was gefarmt habe. Und ihr seht, der hat auch nur einen Legendary an. Eigentlich mache ich mit dem Char nicht viel, außer, dass ich den mit Main mitziehe, um ein bisschen World-Quest-Zeug zu machen. Das ist nämlich einer von den Chars, wo ich quasi T-Mog farm. Und ja, eigentlich spielt er kein Endgame-Content, aber ein Set haben oder nicht, ne? Das können wir ja kurz mitnehmen tatsächlich. Gut, jetzt sind wir bei diesem Händler, der für Sandrelikte die Items verkauft. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel die Brust kaufen. Wir haben ja einmal Schultern, Hände und die Beine. Dann würde ich sagen, kaufen wir die Brust hier einmal für 300 Relikte, was mir auch schon mal einen T-Mog noch bringt. Das können wir jetzt eigentlich schon mal anlegen. Die anderen Teile auch. Und jetzt fliegen wir mal zu diesem Katalysator rüber. Jetzt habe ich halt ein bisschen laueres Item-Level, ne? Also diese ganzen 252er Teile, die ich jetzt hier habe, die sind halt hier aus der Zone. Und zwar, viele fragen sich ja immer, wie ich jetzt hier mit dem Twink die auf 252 gekriegt habe. Einfach, indem man hier diesen, diese Konsole komplett ausgilt. Und dann gibt es die Dinge halt beim World Quest nebenbei. Ich bin mit dem Char halt tatsächlich schon auf ehrfürchtig und fahre mal die Paragon-Kiste, ne? Was anderes nutze ich eigentlich den nicht großartig, aber komm, 4er-Set-Bonus, vielleicht ist er für irgendwas tatsächlich noch gut. Jetzt fliegen wir rüber zum Katalysator. Ich müsste den eigentlich auch nutzen können. Man braucht ja, so wie ich das gelesen habe, keine Vorvoraussetzungen. Ne? Mit dem Main habe ich ja alles schon gemacht. Obwohl, mit dem habe ich auch die Kampagne gespielt. Ne? Ich müsste mal später bei den anderen Twinks schauen, aber ich vermute, das müsste mit denen tatsächlich auch gehen. So, und jetzt nehmen wir die Brust. Ah, seht ihr, ja genau. Also das funktioniert mit diesen Sandrelikten. Die Teile kann man auch umschmieden
Und dann gibt es hier einen Set-Bonus von. Und dadurch hat er dann quasi auch den 4er-Set-Bonus. Hat funktioniert, oder? Jawoll. Okay, ja, jetzt hat der Hunter einen 4er-Set-Bonus. Ich weiß zwar nicht mehr, was der genau macht, aber wird schon ein bisschen Damage machen. Verbrauch von Fokus gewährt euch eine Aufladung von gekonnter Schuss. Ich weiß nicht mehr, was gekonnter Schuss ist, aber es wird schon irgendwas Gutes sein, tatsächlich. So, dann würde ich sagen, schauen wir mit dem Shami jetzt noch. Mit dem müsste ich nämlich auch noch einen Vault haben. Und zwar, ja, sieht gut aus. Mit dem haben wir auch noch einen Vault eingeheimst. Da müssen wir dann einmal rüber. Und zwar, ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich beim Vault bin. So, dann schauen wir mal, was wir mit dem Shami drin haben. Ich glaube, der müsste auch nur ein, zwei Slots haben, ne? Schauen wir mal. Ne, ein Slot hat er nur. Hände hat er drin. Ja gut, die nehmen wir auch. Mit dem habe ich aber, glaube ich, keinen Set-Bonus. Deswegen, da jetzt irgendwas umzubasteln, ist ehrlich gesagt nicht notwendig. Aber ich habe hier eine Quest nur angenommen, wo ich noch so ein Legendary Essence-Ding kriege. Ne? Habe ich anscheinend noch nie mit dem angenommen. Das können wir jetzt nachher nochmal einzahlen. Gut, damit sind wir dann aber auch schon am Ende von dem kleinen Opening-Edit. Oh, ich habe doch schon ein Set-Teil, sehe ich gerade. Seht ihr, die Handschuhe hatte ich schon, aber gut. Das hat nochmal ein Thema gebracht, ne? Why not? Ja, wir sind auf jeden Fall am Ende von dem kleinen Opening-Video. Schreibt mir gerne eure Gedanken in die Kommentare und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Und dann hoffe ich, dass ich was Besseres aus dem Vault rauskriege. Euer Tila, bis dann. Ciao.